Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die hinteren Bremsbeläge an deinem Wagen zu wechseln, musst du den hinteren Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang hast. Löse die Radbolzen an den Hinterrädern. Hebe den hinteren Teil deines Fahrzeugs an und setze ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Bevor du beginnst, musst du die Handbremse lösen, ansonsten ist der Vorgang nicht möglich. Löse den Bremssattel. Nimm dir dafür einen Steckschlüssel und einen 13 mm Einsatz zur Hand und entferne die Schrauben an der Gewindestange. Es kann vorkommen, dass du die Kontermutter am Drehen hindern musst, indem du sie mit den Fingern oder einem 15er Maulschlüssel festhältst. Löse den Bremssattel von seiner Halterung, indem du einen großen Flachschraubenzieher als Hebel verwendest. Und nimm die Bremsbeläge ab. Reinige mit einer Metallbürste die Enden der Halterung dort, wo die Bremsbeläge gleiten. Okay, Leute, dass wir euch dieses Video einbieten und ihr damit Geld sparen könnt, ist auch unserem Partner Mr. Auto zu verdanken. Wenn ihr uns also beim Kauf der Teile für diesen Vorgang unterstützen möchtet, besucht die Website von Mr. Auto. Weiter geht's! Du findest die im Video verwendeten Bolk-Teile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein und schiebe sie in den Bremsträger. Positioniere die Federn parallel zu den Bremsscheiben. Setze den Kolben ein. Für diesen Vorgang ist ein Bremskolbenrücksteller notwendig. Ein Spezialwerkzeug, mit dem du den Kolben sowohl zurückdrücken als auch um sich selbst drehen lassen kannst, um das Ausgleichssystem des Bremslüftspiels deiner Handbremse wieder einzustellen. Setze den Bremssattel wieder ein und bringe die Schrauben an der Gewindestange wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto nach dem Bremsscheibenwechsel wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!